Hi, ich bin Georg und ich zeige euch heute zwei Klammern, und zwar die 12a und die 13a. Und ihr seht auch gleich im Mikroskop, was der Unterschied zwischen den beiden ist. Mich gedacht ist die Seite hier, die kürzere Seite, für die palatinale Wurzel. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, von einem anderen Video, dass ich die 2a-Klammer sehr mochte, weil sie auch sehr gut hält, und die 12a-Klammer ist ähnlich und eher geeignet für etwas größere. Und falls ihr denn am Modell zum Beispiel nicht wisst, wenn ihr eure ZFA sagen wollt, welche Klammer ihr braucht, die 12a ist immer für gerade Quadranten, während die 13a für ungerade Quadranten ist. So kann man sich das immer merken. Also wenn ihr wisst, dass ihr 1,7 eine Klammer braucht, könnt ihr gleich sagen, ich brauche eine 13a-Klammer. Ja, und wenn man das so präzise sagen kann, ist natürlich jede Assistenz gleich extra nervös. Aber ist jetzt nicht so, dass es keiner hinbekommt. Es ist kein Hexenwerk. Es ist eher was, um Auszubildende mal kurz auf die Probe zu stellen. Gut, das war ein kurzes Video zu den Klammern. Die werden vorzugsweise im Molarenbereich, im Oberkiefermolarenbereich benutzt. Man kann sie aber genauso gut im Unterkiefermolarenbereich benutzen. Ich habe tatsächlich nur noch zwei pro Stück, also zwei 12a, zwei 13a in der Praxis, weil ich die ja nicht mehr so häufig benutze. Aber es gibt manchmal Molaren, bei dem die W4 irgendwie nicht passt, irgendwie, weil die ein bisschen größer oder kleiner sind. Da kann eine 12- oder 13a-Klammer eine gute Wahl sein. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.